Hallo und herzlich willkommen heute hier im Aufnahmestudio. Das sieht ja schon sehr professionell aus hier, Karlin. Ja. Ne? Also wirklich, wie beim Rundfunk. Ja. Hervorragend. Unser Carlos hat ganze Arbeit geleistet. Ja. Wir sind also bei der Musikschule der Stadt Rheine im Aufnahmestudio. Wir wollen euch heute etwas zum freien Spiel, zur Improvisation erzählen. Wir, das ist also mein lieber Kollege Karlin. Hallo. Ihr kennt ihn alle, er unterrichtet bei uns Klarinette, Saxophon und natürlich jede Art von Gitarre, sei es akustische Gitarre, E-Gitarre oder auch Bassgitarre. Mein Name ist Lothar Ernter, ich kümmere mich um die Bläser in der Musikschule und unterrichte auch Klarinette und Saxophon. So, wir haben uns ein Stück ausgedacht, Karlin. Das kommt aus dem Unterrichtswerk Hören, Spielen, Lesen, das ihr ja alle kennt. Der Name ist Space Girl. Karlin hat fleißig daran geübt. Meinst du schaffst es, Karlin? Ich hoffe. Du hoffst. Gut. So, Karlin wird euch das Stück jetzt mal vorspielen. Du sollst ein Solo spielen. Wie? So. Ich kann das nicht. Nee. Wie, du kannst das nicht? Seht ihr, und das ist die Situation, nicht wahr, Karlin, die wir ganz oft im Unterricht haben, dass plötzlich das Wort Solo auftaucht und keiner spielt weiter und dann heißt es nur, ach Lothar, spiel du das mal. Oder Karlin, spiel du das mal. Ja? So, mit diesem Video heute wollen wir euch helfen, ein wenig die Angst vor solchen Stellen zu verlieren. Dass ihr auch selber mal ein Solo spielen könnt, ohne dass ihr großartig Angst davor habt. Ja? Gut, dann legen wir mal los. So, wenn ihr die Töne dieses Stückes, was ihr eben gesehen habt, mal in der Reihenfolge hintereinander aufbaut, der Tonhöhe nach, dann entsteht daraus sogar eine Tonleiter, die ihr jetzt im Bild seht. Der Fachmann sagt dazu pentatonische Tonleiter. Ihr habt alle Griechisch in der Schule, das weiß ich, und ihr seid da auch fit. Penta 5, also 5 verschiedene Töne, die 5-Ton-Tonleiter. Und mit der versuchen wir, Karlin, jetzt mal ein paar kleine Soli über dieses Stück zu machen. Noch 2 ganz wichtige Tipps im Vorhinein. Wenn ihr ein Solo spielen wollt und ihr habt einen Tonvorrat, bitte nicht sofort alle Töne auf einmal und das noch in einem Mördertempo. Das versteht kein Mensch und das will auch kein Mensch hören. Also sparsam mit den Sachen umgehen. Und ein zweiter Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass man euer Solo versteht. Spielt also kleine Tonfolgen, die euer Zuhörer verstehen kann. Sonst ist das Publikum ganz schnell weg. Ne, Karlin? Ja. Gut. So, in diesem Sinne fangen wir jetzt mal an. Wir gucken mal in der pentatonischen Tonleiter, die da eingeblendet war. Wir nehmen jetzt nur mal die ersten beiden Töne. Ja, Karlin? Das ist gut. Nur 2. Nur 2. Ich glaube, das schaffen wir. Das, das haben wir auch lange geübt. Dann ist gut. Gut. So, die beiden Töne heißen E und G. Karlin, kannst du uns eben noch mal zeigen, die beiden Töne E und G? Und das G. Jawohl. Gut. Ja? So, mit diesen 2 Tonen muss ich jetzt eine schöne musikalische Gedanke basteln. Sagen wir mal so, Karl, wir wechseln uns ab. Ja? Okay. Du spielst 2 Takte, ich spiele 2 Takte und wir wechseln uns ab. Ja? Das ist eine gute Idee. Wir stützen uns gegenseitig. Ja. So, ich spiele das Playback jetzt nochmal von vorne ab und dann versuchen wir das Solo mal einzubauen. Wie mache ich nochmal? Du spielst hier oder ich fange an? Fang du an und dann, okay, und dann machst du und dann fängst du auch mit dem Solo an. Ja, okay. Ja? Gut. So, los geht's! Musik
Kalin, das klappt doch schon super. Ja, schön. Ja, absolut. Wir sind gar nicht so schlecht. Ja. Wir sollten einen dritten Ton dazu nehmen. Noch einen dazu? Ja, okay. Klar, gut. Okay. Also, nehmen wir die ersten drei. Also, okay, dann G und A. Genau. Okay, und muss jetzt mal, was soll ich machen? Es ist gut, man ein bisschen zu überlegen, was für interessante Melodie bauen kann. Ja. Okay, das geht. Oder? Okay. Ja. Okay. So, machen wir es nochmal von vorne. Wir werden immer besser. Ja. Super. Auf jeden Fall, das war schon. Ja, cool. Okay, aber was haben wir hauptsächlich gemacht? Ich glaube, wir haben hauptsächlich mit dem Rhythmus gespielt. Ne? Ich habe versucht, das, was du vorgespielt hast, rhythmisch etwas zu verändern. Das wäre also schon mal eine gute Möglichkeit. Ja. Rhythmus ist sehr wichtig, sonst ist es nicht interessant. Karlin, was würde dir sonst noch einfallen jetzt? Also vielleicht ein bisschen Pausen einbauen. Okay. So. Also nicht immer spielen, auch schon mal. Ja, Pausen sind auch genauso wichtig wie die einzelne Tone. Okay, die Tone. Gut. Versuchen wir mal einen Durchgang mit Pausen und mit unseren drei Tönen. Okay. Ja? Mhm. Okay. Kannst du noch? Geht noch? Von vorne, ja. Oder? Ja. Ja. Okay. Fängst du an und dann spiele ich und dann fängst du hier an. Ja, okay. Sollten wir jetzt auch mal probieren, alle Töne zu benutzen. Wir sind mutig, ja? Das ist schon gut. Alle fünf. Vielleicht erst mal zwei, dann drei und dann... Und dann alle, okay. Und alle fünf. Gut. Ja? Dann machen wir über ganze Playback, oder? Okay, also kein Thema spielen wir, ja? Die ganze Zeit Spaß haben. Ja, gut. Das macht Spaß. Richtig. Ready? Okay. Du fängst an. Thank you.
Geil. Ja. Sehr gut. So, jetzt haben wir euch drei verschiedene Möglichkeiten gezeigt. Drei ganz einfache Möglichkeiten, wie man mit dem Tonmaterial umgehen kann. Und mehr ist eigentlich zu Anfang auch gar nicht verlangt, ne, Kalle? Ja. Ja. Nicht, dass man den Mut verliert, nur Sachen spielen, die man wirklich nachvollziehen kann und die man kann. Jeder kann das. Jeder kann genau, das ist wichtig. So, Karin, ich hätte jetzt schon eine Idee für ein nächstes Video. Ja? Okay. Wir könnten ja in unsere Pentatonik könnten wir noch einen Ton einbauen. Ja? Okay. Einen Halbton, ja? Zwischen der dritten und vierten Stufe. Ach so, das ist für eine andere Tonleiter. Ja. Diese, meinst du? Ja. Blues-Tonleiter? Blues-Tonleiter, ganz genau. Das ist noch interessanter. Das ist also eine Tonleiter, mit der kann man ganz viele Stücke spielen und sehr interessante Sachen. Mhm. Ja? Aber ich glaube, unsere Zeit ist für heute zu Ende. Ne? Leider. Aber wir kommen gerne wieder. Ja? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir haben euch ein bisschen Mut gemacht, mal zu improvisieren. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Leute. Und ciao. Ciao.